selbst zu äußern. Sie wissen, dass es einige Pressemitteilungen meines Büros und auch der Partei gab, dahingehend, wie es mir aktuell geht, wie der aktuelle Sachstand ist. Gleichwohl wollte ich auch diesen Vorwurf, der eventuell dann auch im Raum stand und stünde, der ja teilweise auch vom politischen Gegner oder von Personen, die es nicht gut mit der AfD meinen, genutzt wurde, dass wir das oder dass ich das vor allem in irgendeiner Weise politisch nutzen wollte und möchte und noch dazu in den Bezug zur Landtagswahl. Deswegen habe ich mich, wie gesagt, dazu bislang auch nicht geäußert. Nun gibt es ja Informationen pressetechnisch auch von der Staatsanwaltschaft, die Informationen an die Presse gegeben haben. Wir haben auch heute erst eine Antwort zum ersten Mal von der Staatsanwaltschaft auch dahingehend bekommen. Die werde ich dann auch gleich einblenden, beziehungsweise Ihnen auch daraus zitieren. Die Bewertung und Beurteilung der Aussagen überlasse ich Ihnen. Das ist ja auch Ihre journalistische Arbeit und auch Ihre Aufgabe, das zu bewerten. Zu den Vorkommnissen, die Sie ja zum Teil schon wissen, wie es in Ingolstadt auch abgelaufen ist, was auch in Ingolstadt schon bereits festgestellt wurde, schon am Tatort, nachdem ich dort schwächemäßig mein Kreislauf sozusagen versagt hat und ich dort im Schwindel und auch mit Brechreiz zu Boden gegangen bin und das BKA mich dort auch geschützt und gestützt hat, wurde dort vor Ort bereits ein Blutfleck an meinem rechten Arm festgestellt, woraufhin auch die BKA-Leute der Polizei mitgeteilt haben, dass es hier wahrscheinlich um einen Tatort handelt und dass hier gewisse Maßnahmen eingeleitet werden müssen, was Tatortsicherung angeht. Das haben die BKA-Leute auch der Polizei gegenüber so geäußert. Auch das wurde im Krankenwagen, nachdem ich dann verbracht wurde, festgestellt. Die Kleidung, mein Hemd, mein Unterhemd und auch meine Jacke wurde eingezogen von der Polizei und befindet sich noch in der Auswertung gerichtsmedizinisch bzw. forensisch. Da gibt es bislang keine Ergebnisse dazu. Was im Krankenhaus und auch schon bereits im Krankenwagen festgestellt wurde, dass es einen Einstich oder eine Stichverletzung am rechten Oberarm festgestellt wurde. Das wurde ja auch, wie Sie wissen, im Krankenhaus Abschlussbericht diagnostiziert und auch so festgeschrieben. Ich habe, nachdem ich das Krankenhaus am Donnerstag verlassen habe, am Abend, mich am Freitag nach Dresden begeben, in das städtische Klinikum und habe mir den gesamten Einstich entfernen lassen und auch dort pathologisch untersuchen lassen. Die pathologische Auswertung des Einstiches, wir können das gerne einblenden, Herr Schmidt, wurde vorgenommen und dort gibt es auch ein Ergebnis. Das ist jetzt in den Bericht erstmal. Das sind die Fotos, mit denen kann man nicht viel anfangen. Ja, korrekt. Richtig, den. So, in diesem Bericht ist klar beschrieben, was der Befund gebracht hat, dass es sich hierbei um einen Einstich mindestens 4 mm tief handelt, dass hier auch davon auszugehen ist und klar ist, dass es sich nicht um eine Biene, Wespe, Mücke handelt, wie ja teilweise spekuliert wurde, und dass die beschriebenen histologischen Befunde mit einem Einstich, mit einem Stichkanal vereinbar sind. Auch das belegt, dass es dort zu einem Einstich gekommen ist. Weitere pathologische Untersuchungen, was auch dort mit Partikeln, die im Einstich gefunden wurden, stehen noch aus, werden auch noch durchgeführt, genauso wie auch weitere Befunde der Blutuntersuchungen noch ausstehen. Teilweise, wie Sie vielleicht wissen, wie ich mich jetzt selbst auch die letzten Tage informiert habe, besteht, wenn man Gifte nachweist oder beziehungsweise überprüft, teilweise dauert das Wochen. Und man muss natürlich auch genau wissen, nach welchen Substanzen man sucht. Quecksilber, das kann ich sagen, wurde nicht gefunden. Dieser Test ist bereits durchgeführt worden, also es ist kein Quecksilber nachgewiesen worden, weil diese Fragen gab es ja auch. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auch
zur Staatsanwaltschaft kurz Stellung beziehen, die ja teilweise in Pressemitteilungen und Nachrichten schon ein anderes Bild dargestellt hat. Auch in den Presseveröffentlichungen, die stattfanden, wurde ja auch immer gesprochen nach Angaben der AfD. Sie haben gesehen und sehen jetzt mit beiden Angaben des Arztbriefes des Klinikum Ingolstadt, genauso wie der Pathologie Dresden, dass es sich hier nicht um Angaben der AfD handelt, sondern dass es unabhängig geprüft wurde von den jeweiligen zuständigen Ärzten, Pathologen und auch Morphologen, die das klar sagen. Die Staatsanwaltschaft hat mir, wie gesagt, heute einen Brief geschickt. Herr Schmidt, Sie können gerne die erste Seite einblenden, und die lässt schon eine zweideutige Ausführung auch vermuten, weil wir uns am Samstag an die Staatsanwaltschaft mit einer Abmahnung gewandt haben, was die Berichterstattung angeht. Das müsste der Brief sein. Haben Sie den? Haben Sie nicht? Gut, dann kann ich ihn vielleicht mal kurz zitieren. Dass wir uns, wie gesagt, am Samstag haben wir uns an die Staatsanwaltschaft mit einer Abmahnung gewandt, was die Berichterstattung angeht und vor allen Dingen, was die Information an die Presse anging. Sie hat heute geantwortet, ich zitiere: Vorab möchte ich Sie darauf hinweisen, dass entgegen Ihren Ausführungen die Öffentlichkeit durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt nicht informiert wurde. Der fortlaufende Satz: Auf Anfrage verschiedener Pressevertreter wurden den betreffenden Journalisten Auskünfte zum gegenständlichen Ermittlungsverfahren erteilt. Also ganz ehrlich, wer das geschrieben hat, der versteht wahrscheinlich seine eigenen Worte nicht. Also man hat Auskünfte gegeben, im ersten Satz hat man es negiert, das sind die Antworten der Staatsanwaltschaft. Also daran sieht man, dass hier teilweise Auskünfte gegeben wurden. Genauso hier, ich zitiere weiter: Anders als von Ihnen dargestellt, wurde das Ergebnis der Blutuntersuchung keineswegs an die Presse mitgeteilt. Vielmehr wurde berichtet im nachfolgenden Satz, dass das Ergebnis bis auf eine Schmerzmedikation im therapeutischen Bereich negativ verlaufen ist. Also man hat doch Dinge mitgeteilt, zum Beispiel was Werte meines Blutes anging, die ich abends oder die meine Familie abends in der Tagesschau dann entnehmen konnte. Und ich war immer eigentlich der Meinung, dass es in Deutschland noch die ärztliche Schweigepflicht gibt. Ich habe auch keine Ärzte im Klinikum Ingolstadt von einer ärztlichen Schweigepflicht befreit. Dennoch wurden wahrscheinlich Aussagen getätigt. Es gibt ja auch Berichte, dass der Arzt verhört wurde. Das kann ich nicht bestätigen, das weiß ich nicht. Das wäre vielleicht Aufgabe auch von Ihnen, das zu überprüfen. Ich möchte mich da, wie gesagt, nicht an Spekulationen beteiligen. Insgesamt ist dieser Angriff auf mich als Anschlag zu werten. Für uns und auch für mich ist es dahingehend wichtig, dass wir diese, und dazu bin ich gerne bereit, auch diese Unterlagen natürlich der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellen, zur Aufklärung beizutragen. Weil hier geht es nicht nur um die Person Tino Chrupalla, hier geht es für mich um vielleicht eine Qualität, wie Politiker in diesem Land angegriffen werden, egal welcher Partei, das will ich ganz klar sagen, auch was Veranstaltungen angeht im öffentlichen Bereich, wo auch wir uns als Partei natürlich in Zukunft die Frage stellen, wie wir sie noch durchführen können, in welchem Sicherheitsbereich wir sie durchführen können und ob wir sie in Zukunft so durchführen können. Insgesamt muss ich sagen, auch das vielleicht dazu ist zu erwähnen, dass auch mir dort die Situation in Ingolstadt insgesamt schwierig vorkam, was die Veranstaltungen angeht, was die Veranstaltungsorganisation angeht, auch der zugelassenen Demonstrationen. Die AfD-Veranstaltung auf dem Platz in Ingolstadt war mittig gelagert und auch dort zugelassen. Links eingekesselt war eine Veranstaltung der sogenannten Zivilgesellschaft mit dem Oberbürgermeister, mit anderen Vertretern, auch anderer Parteien wie den Freien Wählern. Rechts von dieser AfD-Veranstaltung war die Antifa positioniert. Also auch das sind Dinge, die man in Zukunft wirklich, was die Entfernung auch dieser Veranstaltung angeht, wirklich genauer prüfen sollte. Ob man sowas überhaupt noch zulässt, ist die zweite Frage, gerade aus sicherheitsrelevanten Bereichen. Wie gesagt, aktuell nochmal zu den Fakten, die bislang, wie gesagt, feststellbar sind. Das ist der Blutfleck, der klar diagnostiziert und festgestellt wurde. Das ist der Einstich durch was auch immer, eine Nadel, Kanüle, beziehungsweise das ist pathologisch bestätigt worden, dass es sich um sowas gehandelt wurde. Bislang wurden keine weiteren Substanzen gefunden. Das besteht und ist doch weiter in Prüfung. Das sind die aktuellen Fakten. Zu meinem Gesundheitszustand muss ich sagen, ich habe das gestern schon gemerkt, als mein erster Tag sozusagen hier auch in der Fraktion zur Fraktionswahl anstand, dass ich mich kräftemäßig bei 70% sehe.
dass es mir früh noch sehr übel geht, dass ich unter Appetitlosigkeit leide und dass ich dennoch hoffe, mich auf einen guten Weg der Besserung zu befinden. So viel vielleicht von meiner Seite zum Anfang. Vielen Dank. So, Herr Schmidt, Sie machen die Rednerliste. Gut, gibt es Fragen? Ja, tatsächlich. Bitte fangen wir hier an. Wollen Sie das Mikrofon vielleicht benutzen, dann höre ich es oder hören wir alles besser. Entschuldigung, Iris Seiram aus dem ARD Hauptstadtstudio. Herzlichen Dank für diese Information. Ich habe es, vielleicht ist es an mir vorbeigerauscht, vielleicht könnten Sie noch mal ganz kurz sagen, wer diesen Brief erstellt hat, diesen ärztlichen Brief. Und vielleicht könnten Sie auch noch was dazu sagen, wie es denn dazu gekommen ist, dass die Mitteilungen da auch etwas unterschiedlich waren, was auch eben die Situation von Frau Weidel angegangen ist. Und wenn Sie mir erlauben, ein Thema zum Stiftungsgesetz, würden Sie dazu vielleicht auch noch etwas sagen? Gut, zur Stiftung würde ich heute vielleicht nichts sagen. Das ist vielleicht ein bisschen unpassend. Die Ärzte oder der Bericht, den kann ich Ihnen gerne, wie gesagt, auch zukommen lassen. Da sind die Ärzte auch klar benannt. Also es ist jetzt kein Geheimnis, es ist, wie die den Bericht auch geschaffen haben, es ist Frau Dr. Jakob und auch Oberärztin Frau Dr. Schönlebe. Also die sind aus dem Krankenhaus, das ist die meinen aus dem Krankenhaus Ingolstadt. Sind andere Ärzte in der Tat, die den Arztbericht auch geschrieben haben, das ist Dr. Med Blerim Luani und Dr. Med Peter Reil. Stefan Zimmer ist als Assistenzarzt noch hiermit genannt, die den Brief mit verfasst, beziehungsweise die unter diesem Brief der Entlassung stehen. Die zweite Frage, die Berichterstattung mit Frau Weidel wurde natürlich in den Kontext sicherlich zusammengefasst, stehen aber in keinem Zusammenhang, zumindest was wir aktuell wissen. Also von daher kann ich dazu jetzt keine Auskunft geben. Dann. Ja, Jörg Ratsch, dpa, Herr Krupalla, könnten Sie vielleicht noch mal den Moment schildern, weil das ist ein bisschen unklar. Da gab es von der Staatsanwaltschaft die Aussage, habe einen engen Körperkontakt gegeben beim Selfies machen und Sie hätten auch ausgesagt, dann da aber nicht irgendwie einen Angriff oder irgendwas gespürt zu haben. Können Sie das noch mal schildern, wie das aus Ihrer Sicht lief? Mache ich gerne. Ich habe, wie gesagt, das geschildert, was ich wahrgenommen habe, auch wahrheitsgemäß. Ich habe auch keine Verdächtigung in der Weise auch ausgesprochen. Genauso habe ich auch meine Zeugenaussage der Polizei gegenüber genannt. Ich bin aus dem Wagen ausgestiegen, wurde dort relativ zeitnah von mehreren Leuten umringt bzw. begrüßt, auch begrüßt von eigenen Parteifreunden, von Frau Ebner-Steiner, von Herrn Grosch aus Österreich und auch von Herrn Böhm. Dann kam es zu Selfie- und Autogrammwünschen, relativ zeitnah, wie gesagt, nach Ausstieg und auch zu weiteren Begegnungen mit jungen Menschen. Ich habe in dieser Situation auch mit Umarmungen, also auch mit Selfies, wo der Arm um die Schulter gelegt wurde, nichts festgestellt. Das habe ich auch immer wieder ausgesagt. Ich habe auch keinen Einstich festgestellt in diesem Moment. Ich bin danach vom zeitlichen Ablauf nach ungefähr 7-8 Minuten zur Bühne gegangen und habe dann gemerkt, wie mein rechter Arm bis zum Ellenbogen hart wurde und schmerzte. Und daraufhin habe ich auch einen Einstich festgestellt oder beziehungsweise verspürt, der untypisch war. Ich meine, mein Armschmerz oder ein Muskelschmerz kann durchaus irgendwo mal vorkommen, aber es war untypisch. Und danach wurde mir auch relativ schnell schwindelig und hatte auch einen Brechreiz bzw. Starke Kopfschmerzen. Woraufhin ich mich an meinen Büroleiter wandte, der mich mit dem BKA dann zurück hinter die Bühne gebracht hat. Und das andere kennen Sie, wo ich mich hinsetzte und ja, auch dort, ich sage es mal so, in einen nicht abgesicherten Bereich, und das ist das, was ich als sicherheitsrelevant schon auch für uns sehe, was in Zukunft anders sein muss, dort erstmal wartete, beziehungsweise dann in den BKA-Auto verbracht wurde. Vorab, wie gesagt, wurde mir die Jacke ausgezogen und dort hat man die Einstichstelle auch festgestellt. Herr Schindler? Herr Preuß? Nehmen Sie das Mikro. Ja. Wir haben jetzt immer noch unterschiedliche Darstellungen. Sie haben gesagt, da war eindeutig ein Einstich, da war ein Blutfleck. Wir bekommen von der Staatsanwaltschaft ja wiederholt die Auskunft, wir können das nicht bestätigen. Also vom Blutfleck war nicht die Rede, es war davon die Rede, wir haben eine Rötung festgestellt, aber keinen Einstich. Wie erklären Sie sich diese unterschiedliche Darstellung, auch jetzt sozusagen von dem, was Sie von den BKA-Beamten erzählt haben, dass die das auch gleich festgestellt hatten, bekommen wir ja keine Bestätigung von den Ermittlern, sondern dort heißt es,
Wir können diese Version nicht bestätigen. Wie erklären Sie sich das? Die haben ja auch mit den Ärzten geredet, wie Sie ja auch bestätigt haben. Das weiß ich nicht, ob Sie mit den Ärzten geredet haben. Das, wie gesagt, und ganz ja. Herr Preuß. Aber Sie haben Bezug genommen, genau, also auch die toxikologische Untersuchung, ja. Da sind Sie sich ja noch weitgehend einig, dass Sie sagen, wir können hier nichts bestätigen, außer die Schmerzmittel. Wie erklären Sie sich diese unterschiedliche Darstellung, dass es dort keinerlei Bestätigung von der zuständigen Ermittlungsbehörde gibt? Wissen Sie, da bin ich jetzt genau in dem Bereich der Vermutungen und in dem begebe ich mich nicht. Ich habe Ihnen heute und meine Sichtweise, meine Fakten genannt und das sind Fakten und die Aussagen, auch der BKA-Leute, was den Blutfleck angeht, sind aufgenommen worden bei der Polizei. Warum die Staatsanwaltschaft so reagiert, das müssen Sie die Staatsanwaltschaft auch fragen. Das kann ich nicht bewerten und beurteilen, das weiß ich nicht. Und die Frage ist ja, warum wurde denn meine Kleidung auch konfisziert oder beziehungsweise eingezogen und weiter untersucht, wenn dort kein Blutfleck war? Muss man meiner Meinung nach die Kleidung auch nicht einziehen und behalten. Also von daher ist genau das auch getan worden. Im Krankenhaus im Übrigen wurde an der Einstichstelle eine DNA-Probe gemacht und entnommen von der Polizei. Und ich meine, das ist Aufgabe der Ermittlungsbehörden und auch der Staatsanwaltschaft. Warum die Staatsanwaltschaft das sagt oder so sagt, warum sie sich überhaupt äußert zu Dingen, die aktuell noch nicht feststehen oder wo Ermittlungen noch offen sind, die Frage kann ich nicht beantworten. Ich finde es ein Stück weit wirklich ein Skandal, sage ich ganz ehrlich, dass man sich als Opfer in eine Rechtfertigung begeben muss, weil Falschinformationen oder Weglassen von Informationen in den öffentlichen Aussagen zum Standard geworden sind. Ich frage mich wirklich, wie würden Sie das bezeichnen oder wie hätten die Medien reagiert, wäre eine andere Person einer anderen Partei genauso mit diesem Vorfall bedacht gewesen. Also ich muss mich wirklich ein bisschen wundern, weil ich habe mich explizit, und das war immer mein Ansinn, zurückgehalten in Vorverurteilungen, in Bewertungen. Ich werde mich auch jetzt nicht an Spekulationen beteiligen, weil ich auch die Ermittlungsergebnisse abwarten möchte, was ich aber jetzt natürlich, wo ich mich gezwungen sehe, mich zu rechtfertigen, weil natürlich Gerüchte kommen oder gesagt wird, da war nichts oder dem Krupalla ging es vorher schon nicht gut. Im Übrigen, ich bin sehr ausgeruht und fit, wie ich immer bin, nach Ingolstadt gefahren. Ich hatte den Mittwoch war für mich der Start von 5 weiteren Veranstaltungen bis Samstag, beziehungsweise auch mit dem Wahlabend am Sonntag in München im Landtag. Das war mein Plan gewesen, um am Montag früh nach Berlin zu reisen und an der Bundespressekonferenz teilzunehmen. Also von daher war ich gut vorbereitet, ich war gesund und ich fühlte mich fit. Auch dazu. Genau, weil Sie ja gesagt haben, Entschuldigung, nur kurze Nachfrage, weil Sie ja gesagt haben, Sie überlassen das jetzt den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft, aber offenbar sind Sie ja nicht zufrieden mit den, wie das Ganze läuft, sonst würden Sie ja nicht heute sozusagen Ihre eigenen Ermittlungsergebnisse vorlegen. Naja, ich habe Ihnen ja den Brief der Staatsanwaltschaft übermittelt. Ich meine, Sie fingen an zu erzählen, es gäbe nichts. Das ist einfach falsch. Ich meine, wenn ich bin in Ingolstadt mit diesem Angriff, Vorfall, wie auch immer man das erstmal bewerten will, aber für mich ist es ein Angriff, nachdem ich die pathologische Auswertung kam. Wie kommt denn der Stich dorthin? Wie kommt denn der Blutfleck dorthin? Das kann man ja nicht negieren. Das sind Fakten. Warum die Staatsanwaltschaft das anders sieht, das müssen Sie, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft fragen. Herr Krupalla, 2 Fragen. Einmal, seit wann reden Sie oder seit wann wissen Sie von dem Blutfleck? Und die zweite Frage wäre noch, Sie haben gesagt, Sie wollen sich an Spekulationen nicht beteiligen. Jetzt haben Sie mehrfach schon auf die Gegendemonstrationen von Antifaschisten hingewiesen. Und da wäre jetzt meine Frage, ist das nicht Ihrer Meinung nach auch eine Schlussfolgerung, die Sie da ziehen, wenn Sie sagen, dass sowas in Zukunft nicht mehr stattfinden sollte? Sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen der Demonstration und dem Einstich? Was war nochmal die erste Frage? Seit wann Sie von dem Blutfleck reden? Na, habe ich die ersten Tage nicht in der Lage gesehen, überhaupt zu reden. Der Blutfleck wurde am Mittwoch bereits festgestellt, in Ingolstadt auf dem Platz. So, und das ist bestätigt von 3 PKA-Leuten, die das auch der Polizei ausgesagt haben. Ich habe keine Spekulationen dahingegen, was die Täter oder Täter sein könnten, hier getroffen. Ich habe berichtet, wie die Lage vor Ort war, mit den Gegendemonstrationen. Jetzt, also ich habe nicht spekuliert, dass es von dort käme, das weiß ich nicht. Und das habe ich auch immer so ausgesagt, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe nichts bemerkt,
Ja, und ich habe auch keine Person, die Personen, mit denen ich Selfies gemacht habe, waren alle sympathisch und waren alle nett. Es hat niemand in irgendeiner Weise einen Anschein gebracht und gemacht, als wenn er mir was Böses antun wollte. Das hätten auch die BKA-Leute, die mich an dem Tag begleitet haben, sicher auch bemerkt. Also von daher kann ich das, und das, so habe ich es auch ausgesagt, und das ist sicherlich die Aussage, auf die sich die Staatsanwaltschaft stützt. Kropala hat gesagt, es war nichts. Ja, ich habe nichts mit festgestellt, bis ich am Boden lag und der Blutfleck festgestellt wurde. Zur Staatsanwaltschaft kann auch angemerkt werden, dass sie natürlich unterstützt wird und die Befunde auch zur Verfügung korrekt gestellt werden. Danke. Herr Kropala, zwei Fragen. Nicole Diekmann, ZDF. Erste Frage ist nochmal, warum genau sind Sie da nochmal in Dresden ins Krankenhaus gegangen? Und zweite Frage, der Arztbrief ist ja letzte Woche auch an die Öffentlichkeit gelangt. Warum fehlt da der Diagnoseteil? Der fehlt nicht. Seite 1 ist ganz klar aufgelistete Diagnosen. Es fehlt Seite 3. Den kann ich Ihnen geben, das ist eigentlich nur noch der letzte kleine Absatz, das sind 3 Sätze, aber die können Sie gerne bekommen. Okay, und sagen Sie mir noch, warum Sie da nochmal in Dresden ins Krankenhaus gegangen sind? Für mich war es dahingehend auch mit Beratung vieler Ärzte, auch mit dankenswerterweise vielen Informationen von Ärzten, die mich auch kontaktiert haben, wichtig, und ich freue mich auch darüber. Ich sage Ihnen auch rein von meinem persönlichen Empfinden, war es mir wichtig, diesen Einstich, der sich auch hart anfühlte, der für mich auch ein Unwohlsein und ein psychisches Unwohlsein bedeutet, einfach zu entfernen. Und ich bin auch froh, dass ich das getan habe. Noch dazu, wo sich ja auch, und das ist ja auch im pathologischen Bericht klar definiert worden, festgestellt wurde, dass es hier zu einem Entzündungsinfiltrat, das gefunden wurde, und dass man auch dahingehend das Zeitfenster genauer definieren kann. Also von daher war mir das wichtig, und ich fühle mich einfach auch psychisch wohler, dass genau das aus meinem Arm verschwunden ist. Eine Nachfrage, warum haben Sie das dann nicht auch in Ingolstadt machen lassen? Ich habe gestern Abend mit 2 Ärzten gesprochen, ja, die sagen, je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es auch im Gewebe was nachzuweisen. Deswegen haben Sie dadurch, dass Sie nach Dresden gegangen sind, ja auch nochmal wertvolle Zeit verloren. Naja, zu der Zeitachse gibt es verschiedene Aussagen. Also die Pathologen, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, man kann sehr wohl 14 Tage, selbst 14 Tage nach einem Einstich noch einen Einstich feststellen, nach Gewebeprobenkontrollen. Das ist eine Frage, die man auch dem Krankenhaus Ingolstadt sicherlich stellen müsste. Warum? Weil es war sichtbar, es wurde ein DNA-Abstrich auch am Einstich vorgenommen, warum man das nicht pathologisch untersuchen hat lassen. Diese Diskussion gab es, das habe ich mitbekommen, aber man hat sich dagegen entschieden. Warum kann ich nicht bewerten? Ich bin kein Arzt. Ich fange jetzt nicht an zu sagen, was die Ärzte zu tun und zu lassen und zu machen haben. Das ist Aufgabe von den Ärzten. Ich will aber gleichwohl auch sagen, dass ich mich insgesamt in Ingolstadt gut aufgehoben gefühlt habe und ich mich auch beim Klinikum Ingolstadt bedanken möchte für die vorzügliche, auch schnelle ärztliche Versorgung. Das ist keine Kritik, was die Versorgung angeht. Auch hier, ich habe ja auch im Krankenhaus Ingolstadt mehrere Blutproben, mindestens 3, an das Krankenhaus abgegeben, auch an die Polizei und auch an die Gerichtsmedizin. Also es gab mehrere Blutproben, die ich dort abgegeben habe. Und ich habe auch im Nachgang selbst private Blutproben entnommen, um die auch an private Labore gegeben, um auch hier Sicherheit zu erlangen und auch die selbst zu prüfen. Und auch diese Ergebnisse, alle Ergebnisse dieser Untersuchungen und Proben, genauso wie die pathologische Untersuchung, gebe ich natürlich gerne der Staatsanwaltschaft auch zur Verfügung. Mein Interesse ist es, dass es aufgeklärt wird. Und natürlich ist es auch für mich vom großen Interesse, was in meinen Körper gelangen sein kann oder könnte. Es gibt Tests, wie gesagt, die kann man auch erst in 3-4 Wochen durchführen, weil man erst dann im Blut nachweisen kann, um was für Substanzen es sich handelt, um welche Infektionen es sich handelt. Es kann ja auch eine verschmutzte oder sonstige Nadel gewesen sein, wo man nicht weiß, was konkret an dieser Nadel dran sein muss. Also von daher sind das Dinge, die ich für mich noch verarbeite, auch ganz ehrlich auch psychisch verarbeiten muss. Und deswegen war es mir wichtig, alles zu unternehmen und mir auch einen zweiten, dritten ärztlichen Rat einzuholen. Friederike Haupt von der FAZ. Danke schon mal, Herr Kropala. Ich habe 3 Detailfragen, die mögen Ihnen vielleicht kleinkariert vorkommen, aber ich versuche möglichst genau zu verstehen, was Ihnen passiert ist und was das zu bedeuten hat.
Die erste ist, Sie haben uns gerade den Zusatzbericht gezeigt. Da würde mich interessieren, ob das, also zu was das der Zusatz ist und was in dem möglicherweise noch nicht gezeigten weiteren Dokument steht. Das zweite ist, Sie hatten eingangs gesagt, Sie seien zu Boden gegangen. Eben haben Sie dann aber einen Ablauf geschildert, in dem Sie sich hingesetzt haben, nachdem Sie erst 7 bis 8 Minuten nichts gemerkt hätten. Also sind Sie zu Boden gestürzt oder mussten Sie sich setzen, weil Sie sich sehr schwach fühlten? Und das Dritte ist, gestern sprach die bayerische Spitzenkandidatin von einem gescheiterten Attentat auf Sie. Würden Sie sich auch dieser Deutung anschließen? Und wenn ja, das Attentat also gescheitert ist, was vermuten Sie oder was wissen Sie darüber, was die eigentliche Absicht des Attentats gewesen ist? Zur ersten Frage. Es gibt natürlich immer einen Vorbericht, den ich am Vorabend am Montag bekommen habe. Und der Zusatzbericht bestätigt im Prinzip den Vorbericht. Das ist der Abschlussbericht sozusagen der Pathologie. Zweitens, ich bin nicht zu Boden gestürzt. Ich habe unter Schwindel geleidet, unter starken Kopfschmerzen, unter Unwohlsein und habe mich hingekniet, beziehungsweise mein Mitarbeiter hat mich begleitet mit dem BKA, um mich hinzusetzen, um nicht zu stürzen. Das ist ja auch nicht schön, ich sage es Ihnen ganz offen, wenn man auch einen Würge- und Brechreiz vernimmt, an einer stark befahrenen Straße minutenlang im Dreck liegt. Da macht man sich natürlich auch Gedanken, welche Bilder entstehen könnten. Das ist, geht Ihnen durchaus aus dem Kopf und solche Dinge nimmt man in diesem Moment wahr. Von daher war es gut, dass man sich hingesetzt, oder dass ich mich hingesetzt habe, dass ich auch umringt wurde, um genau diese Bildmaterialien zu vermeiden. Frau Ebner-Steiner hat vom Anschlag gesprochen. Vom Attentat gesprochen. Ich würde vom Anschlag durchaus sprechen. Die Gegenfrage müsste ich ja mal an Sie stellen. Wie würden Sie es denn bezeichnen, wenn Sie jetzt die Fakten sehen? Oder wie würden Sie es bezeichnen, wenn es einer anderen Person, einer anderen Partei genauso ergangen ist? Mir ging es jetzt vor allem auch um das Attribut gescheitert, das für mich impliziert, dass Frau Ebner-Steiner eine Kenntnis hat über die Absicht des mutmaßlichen Anschlags oder Attentats. Das wird sie sicherlich nicht haben, die Kenntnis, die habe ich ja selbst nicht. Ob er gescheitert ist, das wissen wir ja noch nicht mal. Und ich verstehe aber jede, und es gibt ja viele Äußerungen, ja auch sicherlich emotional, vielleicht auch über das Ziel hinausschießende Äußerungen von eigenen Parteifunktionären. Das will ich überhaupt nicht negieren, aber Sie müssen sich vorstellen, was es auch gerade im Abschluss eines Wahlkampfes mit den Personen ausmacht und wie es den Personen eigentlich damit auch geht, wo man vielleicht nicht, wo man bis heute nicht weiß, was ist eigentlich vorgefallen und kann es auch andere Personen treffen. Das habe ich ja eingangs auch gesagt, was die Sicherheitsrelevanz angeht, auch für unsere Partei, auch für Veranstaltungen. Vielleicht sind wir mit vielen Dingen, und das ist auch ein Stück weit Eigenkritik, in den letzten Monaten, Tagen, Jahren zu leichtsinnig umgegangen. Und vielleicht haben wir eine andere Situation auch in Deutschland, was die Sicherheitslage angeht. Das betrifft nicht nur die AfD, obwohl wir natürlich mit diejenigen sind, die am meisten angegriffen sind. Und wenn ich jetzt mal die Genese meiner eigenen Person sehe und die Auflistung gehe, von privaten Angriffen, von Beschmierungen meines Wohnhauses x-mal, vom Anschlag auf mein Familienauto zu Hause, was abgebrannt wurde, ja, von Beschmierungen von Bürotüren im Bundestag der Vorsitzenden, von Beschmierungen der Autos im Bundestag von den Vorsitzenden, was nicht aufgeklärt wurde, wo man sich meint und denkt, selbst im Bundestag kann man nicht sicher sein. Da müssen Sie mal verstehen, was in den Personen, in den Menschen vorgeht und wie man sich selbst fühlt. Wo kann man eigentlich noch frei öffentlich in diesem Land auftreten, ohne permanent die Angst, die Gefahr zu spüren, dass heute was passieren könnte? Und das finde ich schon ein Stück weit relevant. Und wie gesagt, hier geht es nicht um meine Person im Vordergrund. Hier geht es für mich um die Sicherheit auch der gesamten Politiker unserer Partei, aber auch aller anderen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, deshalb bitte kurze Fragen, Herr Kollege. Herr Krupalla, Clemens Justus, Weltfernsehen, könnten Sie bitte noch mal kurz die tatsächlichen medizinischen Neuigkeiten zusammenfassen? Gut, die medizinischen Neuigkeiten, die haben den Pathologiebericht, das sind die medizinischen Neuigkeiten. Bislang, wie gesagt, das habe ich ja schon erwähnt, wurden in den Blutproben keine Substanzen festgestellt. Ist das, was ich an den aktuellen
nach den aktuellen Substanzen, wie zum Beispiel Quecksilber, gesucht wurde. Aber Sie wissen, das habe ich ja eingangs auch schon mal gesagt, es ist nicht so, dass man das Blut kontrolliert und dann kommt raus, das ist im Blut oder könnte enthalten sein. Man muss konkret wissen, nach was man sucht, um überhaupt festzustellen, ob es im Blut vorhanden ist. Ob es ein Tiergift ist, ein Schlangengift etc. Es gibt ja mittlerweile so viele Varianten. Wie gesagt, ich bin mittlerweile selbst, habe mich da selbst informieren und belesen müssen. Ich kannte mich mit solchen Sachen nicht aus, bin auch kein Arzt. Kurze Nachfrage, nach was wird denn genau gesucht? Sie haben doch mit Sicherheit Auskunft darüber, nach was jetzt in Ihrem Blut gesucht wird. Ja, allen möglichen Substanzen, Quecksilber, Novichok ist sicherlich auch dabei. Also auch diese Dinge werden untersucht. Nochmal, wir können ja nicht ausschließen, von welchen Personen oder von auch Diensten hier eventuell was vorgenommen wurde. Herr Fintermann. Volker Fintermann, Deutschlandfunk. Herr Kupala, wenn ich Ihren Ausführungen folge, steht ja jetzt ganz nüchtern betrachtet Aussage gegen Aussage und mich würde deshalb interessieren, wie Sie jetzt weiter vorgehen wollen. Sie haben jetzt Meinungen von dritten Instituten eingeholt. Wollen Sie jetzt juristisch gegen die Staatsanwaltschaft in Ingolstadt vorgehen, damit es zu einer Klärung kommt, oder reicht es Ihnen, die Informationen zur Verfügung zu stellen, damit dort das vor Ort geklärt wird? Ja gut, wir sind ja im juristischen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, wie ich Ihnen gesagt habe, da wir am Samstag bereits die Unterlassung auch der Staatsanwaltschaft zukommen lassen haben. Ich überlasse alle Ergebnisse und Unterlagen der Staatsanwaltschaft und hoffe natürlich auch im Gegenzug, das sage ich auch ganz deutlich, auf Informationen zum Beispiel auch meiner Kleidung, dass ich diese Informationen als Geschädigter, als Opfer zuerst erhalte. Ich denke, das hat ein Stück weit was mit Pietät zu tun, mit Anstand. Diese Zusammenarbeit, die wünsche ich mir. Und wenn die Staatsanwaltschaft trotz Ihrer Erläuterungen an Ihrer Einschätzung oder an Ihrer Bewertung festhalten sollte? Ja, dann ist es eine Bewertungssache. Ich meine, Sie haben es ja richtig gesagt, wenn Aussage gegen Aussage steht, was soll ich da juristisch klären lassen? Also ich denke, wir werden die nächsten Tage und Wochen vielleicht noch weitere Ergebnisse bekommen. Ich hoffe es. Und dann gilt es, das sicherlich auch neu zu bewerten. Herr Kupala, laut vorläufigem Arztbrief wurde bei Ihnen in Ingolstadt ja auch ein sogenannter kompletter Rechtsschenkelblock festgestellt, also eine Störung der Erregungsleitung im Herzen. Wurde Ihnen da von den Ärzten mitgeteilt, ob es da einen Zusammenhang geben könnte zu diesem Einstich, beziehungsweise was wurde Ihnen zu diesem Rechtsschenkelblock, der ja verschiedene Ursachen haben kann, was wurde Ihnen da von den Ärzten mitgeteilt? Genau, das ist auch noch in Klärung und Prüfung, deswegen habe ich das jetzt auch nicht erwähnt, ob es in diesem Zusammenhang ein kurzfristiger Schaden vorhanden ist oder ob der schon vorher vorhanden sein kann, durchaus, ist durchaus möglich. Also das ist noch, wie gesagt, eine medizinische Abklärung, das lasse ich auch noch aktuell hausärztlich weiter untersuchen, aber auch durch andere Ärzte. Ja, anschließend daran, Sie haben ja auch noch mal gesagt, dass Sie sich an dem Tag fit gefühlt haben. Wurde denn bei dieser ärztlichen Untersuchung zum einen oder auch bei der polizeilichen Befragung irgendwie nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen, dass man also sagt, wir wissen jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, aber wir können, sagen wir mal, ausschließen, Sie haben morgens ein warmes Fischbrötchen oder alte Mayonnaise oder sowas gegessen oder irgendwie solche Sachen, wäre ja auch eine Methode. Und das Zweite, sind Ihnen nochmal Informationen zugegangen bezüglich, da war die Rede einmal von so einer Pinnwandnadel, die gefunden wurde und von zwei möglichen Personen, deren Personalien da festgestellt wurden. Also natürlich wurde ich gefragt, was ich an dem Tag gegessen habe, was ich vorher gegessen habe. Kann ich Ihnen auch sagen, das habe ich auch so ausgesagt, dass es ein Apfel war, den ich 2 Stunden vorher gegessen habe im Auto, weil ich war ja auf direkter Anreise zu Ingolstadt. Wie gesagt, ich habe mich nicht unwohl gefühlt, ich war gut vorbereitet, ich war fit, habe mich auf die Tage gefreut, habe mich auf den Wahlkampfabschluss auch am Sonntag in München gefreut. Die Leute waren begeistert und haben sich auf die Veranstaltung gefreut. Also von daher, das ist alles genannt worden, es wurde auch alles abgefragt. Was die Personen angeht, das war die 2. Frage, ne? Wie gesagt, die Personalien aller Personen wurden aufgenommen, es wurden alle auch befragt und vernommen. Das ist mein Kenntnisstand. Über die Ergebnisse darüber weiß ich nichts und das gilt es auch abzuwarten. Ich kann jetzt noch eine Frage rufen, Herr Steffen. Ja, ich habe jetzt noch nichts gehört zu dieser Frage Injektion. Ach so, die in die Nadel wollten Sie noch wissen. Ganz kurz vielleicht dazu. Es wurde eine Pinnwandnadel entdeckt. Das Foto habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob das mir ein Polizeibeamter gezeigt hat auf dem Handy. Fotos habe ich jetzt so nicht gesehen, ist korrekt. Auch die wurde, wie gesagt, eingezogen und wird noch überprüft. Also da liegen mir auch keine Ergebnisse zu, ob das Tatwerkzeug sein kann.
Aber wenn man jetzt den pathologischen Bericht sieht, auch von der Tiefe, spricht es eigentlich dagegen. Und ich denke, einen Stich mit so einer Nadel hätte ich wahrscheinlich auch gespürt. Ich habe jetzt noch nichts gehört zu dieser Frage Injektion und toxische Substanz. Also laut Staatsanwaltschaft ist ja im Anamneseteil des ersten Arztbriefes die Rede von Spritze in den rechten Oberarm gestochen, mit Spritze. Und in dem presseöffentlich gewordenen Teil ist von einer intramuskulären Injektion mit unklarer Substanz die Rede. Das finde ich jetzt hier nach meinem laienhaften Verständnis nicht wieder. Und mich würde nochmal interessieren, wie es zu diesen Niederschriften kam. Haben die einfach das niedergeschrieben, was Sie ihnen dort erzählt haben, Ihre Vermutungen und Befürchtungen? Oder wie kommt es dazu letztlich, dass dieser Teil der Informationen heute überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern wir nur über einen Einstich reden? Ja, also Herr Steffen, da muss man vielleicht unterscheiden. Wir haben ja hier den Bericht der Pathologie eingeblendet und nicht den Arztbrief oder den Entlassungsbrief aus dem Krankenhaus Ingolstadt, wo genau das erwähnt wurde, was Sie gerade gesagt haben. Und ich kann hier mal draus zitieren. Hier ist klar beschrieben, körperlicher Untersuchungsbefund. Und den körperlichen Untersuchungsbefund muss ein Arzt vornehmen. Den kann ich ja nicht selbst vornehmen, sonst brauche ich ja nicht ins Krankenhaus gehen. Wenn ich dem Arzt sage, jetzt schreiben Sie mal bitte in den Befund hinein, dies und jenes. Also Entschuldigung, was ist das für eine ärztliche Sorgepflicht? Körperlicher Untersuchungsbefund. Hier wurde klar festgestellt, nach Absuchen des gesamten Körpers unter dem Punkt Extremitäten, keine Beinödeme, Nadelstich, rechter Oberarm im Bereich M. deltoideus. Das steht als Befund im Ärztebrief. Für mich gibt es da keine zwei Fragen. Und in der Epikrise wird erwähnt, die intramuskuläre Injektion mit einer unklaren Substanz zur weiteren Überwachung und so weiter und so weiter. Das steht in dem Arztbrief drin. Das sind nicht Schilderungen, die ich gemacht habe, weil ganz ehrlich, ich bin medizinisch nicht so bewandert, um solche Äußerungen dem Arzt ins Heft zu diktieren. Ja, Nachfrage, die Anamnese fußt ja auf Schilderungen des... Die Anamnese ist separat auch in diesem Arztbrief hier aufgenommen worden und dort werden meine Aussagen in der Anamnese auch so benannt. Danach kommt der körperliche Untersuchungsbefund und die Epikrise. Und das ist ärztliches Wissen. Ansonsten nochmal, wenn das nicht so geschehen wäre, dann hätte der Arzt gegen die Sorgfaltspflicht auch verstoßen. Er kann ja nicht in den Brief hineinschreiben, was ich ihm sage. Also das wäre so, als wenn ich zum Arzt gehe und sage, Herr Doktor, mir hat jemand ins Genick geschossen, schauen Sie mal nach. Ist ein bisschen eigenartig. Vielen Dank für Ihre Fragen. Mit Blick auf die Zeit müssen wir jetzt leider Schluss machen. Ich danke Ihnen Vielen für Dank. Ihr Interesse. Schönen Tag noch.